Halo, guten Tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. Tako mi ćete učiti nemački sa mnom. Danas hoćemo da učimo present i perfect. Dakle, imam ovde prvo 10 rečenica. U pitanju je kratka priča. Znači, ovih 10 rečenica čini tu kratku priču koja je napisana u presentu. Pročitat ću vam je, a onda ćemo zajedno probati da tu kratku priču od tih 10 rečenica, dakle, pretvorimo u tih 10 rečenica, pretvorimo u perfekat. Radi se o jednom mladiću, da kažemo, koji je hteo da pravi, u stvari koji je napravio parti. Dakle, prva rečenica glasi Meine Eltern sind nicht zu Hause. Moji roditelji sind nicht zu Hause. Nisu kod kuće. Dakle, sie sind, oni su kod kuće. Sie sind nicht, oni nisu. Zu Hause, kod kuće. Also, gebe ich eine Party. Dakle, pravim žurku. Pazite na red reči u rečenici, dakle, glagol je na drugom mestu. Ne možemo reći also ich gebe eine Party, već also gebe ich eine Party. Dakle, seine Eltern sind nicht zu Hause. Njegovi roditelji nisu kod kuće. Seine Eltern sind nicht zu Hause. Also gibt er eine Party. I on pravi žurku. Gibt er eine Party. A on kaže ich gebe eine Party. Glagol geben. Nepravilan. Ich gebe, er gibt. Ich rufe meine Freunde an und lade sie alle ein. Dakle, dva glagola sa razvojnim prefiksom. Mi oba prevodimo zovem. S tim što je ovaj prvi anrufen, bukvalno zovem telefonom, a einladen pozivam ih na zabavu. Vrlo interesanta rečenica, dakle, ich rufe meine Freunde an und ich lade meine Freunde ein. Dakle, was macht er? Šta on radi? Was macht er? Er ruft seine Freunde an und er lädt sie alle ein. Opet pazimo na glagole koji su nepravilni. Dakle, rufen je pravilan. Ich rufe, er ruft an. Ali ovaj einladen, ich lade meine Freunde ein, ali u trećem licu, er lädt seine Freunde ein. Dakle, seine Eltern sind nicht zu Hause und er gibt eine Party. Was macht er? Er ruft seine Freunde an und er lädt sie alle ein. I sve ih poziva da dođu. Am Nachmittag gehe ich in den Supermarkt und kaufe Getränke. Naravno, što je potrebno za žurku? Getränke. Das Getränk, die Getränke, piće. Dakle, on kupuje Getränke. Wo kauft er Getränke? Im Supermarkt, im Supermarkt. Was macht er am Nachmittag? Znači, popodne, was macht er? Er geht in den Supermarkt. Warum geht er in den Supermarkt? Er geht in den Supermarkt. Zum Beispiel možemo reći, Getränke zu kaufen. Da bi kupio pić. Getränke zu kaufen. Ili er geht in den Supermarkt und er kauft Getränke, weil er eine Party gibt. Jer pravi zabavu. Die Party beginnt 20 Uhr. 8 Uhr beginnt die Party. Wie viel Uhr beginnt die Party? Oder wann beginnt die Party? Die Party beginnt 20 Uhr. Die Gäste kommen pünktlich und sie bringen etwas zum Essen mit. Dakle, sie kommen pünktlich, dolaze na vreme, ne kasne, i sa sobom donose nešto za jelo. Znači imamo glagol mit, bringen. Was bringen die Gäste mit? Die Gäste bringen etwas zum Essen mit.
Er hat Getränke gekauft, on je kupio piće, odnosno er kauft Getränke, on kupuje piće, a die Gäste kaufen etwas zum Essen. Was machen Sie? Staunen gerade, Sie hören Musik, odnosno wir hören Musik, wir sprechen miteinander, pričamo jedni sa drugima und wir tanzen. Naravno, und trinken und essen, i piju i jedu. Dakle, was machen Sie? Sie hören Musik, Sie sprechen miteinander, Sie tanzen, Sie essen, Sie trinken. I sad, naravno, tu je i neka devojka, Ana. Šta radi ona? Sie sitzt auf dem Sofa und sie unterhält sich die ganze Zeit mit Marco. Dakle, wo sitzt sie? Sie sitzt auf dem Sofa, sedi na kauču. Šta radi? Sie unterhält sich. Znači, sich unterhalten, razgovarati sa nekim, zabavljati se dok razgovaraš. Sie unterhält sich mit Marco. I to die ganze Zeit. I naravno da je ovaj dečko koji pravi žurku malo ein versuchtig, malo ljubomoran. Ali on prvo kaže ich zögere. Znači, zögern je oklevati. Ich zögere. Aber dann gehe ich zu ihr und frage sie, tanzt du? Dakle, ja oklevam, ali onda idem do nje i pitam je, plešeš li? Also, was macht er? Er zögert. Aber dann geht er zu ihr und fragt, tanzt du? Sie lehnt ab. Ablehnen. Ablehnen je glagol. Znači, odbaciti, odbiti, ne čuju ponovno, zum Beispiel. Dakle, on kaže, tanzt du? Ona kaže, nein, danke, ich tanze nicht. Ne pleše, ich tanze nicht. Dakle, was macht sie? Sie lehnt ab. Sie lehnt ab. Nach 10 Minuten steht sie auf und fängt sie an mit Marco zu tanzen. Šta radi? Nakon 10 minuta steht sie auf. Ona ustaje und fängt an. I počinje da pleše sa Markom. Mit Marco zu tanzen. Dakle, prvo je odbila, sie lehnt ab, ali Marka nije odbila, nego je ustala, odnosno ustaje, sie steht auf, sie fängt an mit Marko zu tanzen, anfangen, početi, aufstehen, ustati. Dakle, izgleda da je bilo više ovih glagola sa razvojnim prefiksima nego ovih običnih. Dakle, vidimo šta smo imali od glagola. Geben, anrufen, einladen, dobro, gehen, beginnen, kommen, mitbringen, hören, sprechen, tanzen, sitzen, sich unterhalten, zögern, gehen, fragen, ablehnen, aufstehen i anfangen. Dakle, ako bi mi ovaj deo bio malo teži, dakle, vratite se još jednom na početak i pogledajte još jednom ovaj prvi deo klipa gde smo sve ovo, celu ovu priču pričali u prezentu. Zato što ćemo sada da ispričamo tu priču, ali u prošlosti, znači kao da se desila u Beispiel gestern Abend, sinoć. Dakle, prva rečenica je bila meine Eltern sind nicht zu Hause. Jetzt, sada, oni nisu kod kuće, znači seine Eltern sind nicht zu Hause. E sad mi hoćemo da kažemo da juče oni nisu bili kod kuće. Meine Eltern ili seine Eltern sind nicht zu Hause gewesen. Dakle, perfekat od glagola sein. Sind seine Eltern gestern Abend zu Hause gewesen? Jesu bili oni kod kuće? Nein. Seine Eltern sind nicht zu Hause gewesen. Seine Eltern sind nicht gestern Abend zu Hause gewesen. Nisu bili.
Also gebe ich eine Party. Also habe ich eine Party gegeben. Pa sam ja zbog toga pravio, da kažemo, žurku. Ovde je bukvalno davati eine Party geben. Da, žurku, odnosno pravio žurku. Dakle, geben, ich gebe, ich habe gegeben. Was hat gemacht? Was hat gemacht? Hat eine Party gegeben. Seine Eltern sind nicht zu Hause gewesen und hat eine Party gegeben. Dakle, perfekt. Idemo dalje. Šta je radio? Pozivam prijatelje, ich rufe meine Freunde an i und ich lade sie alle ein. Znači, pozivam ih telefonom, ich rufe sie an und ich lade sie ein i pozivam ih da dođu. Znači, glagol anrufen i einladen. Ich habe meine Freunde angerufen und ich habe meine Freunde alle eingeladen. Dakle, anrufen, angerufen, einladen, eingeladen, u perfektu, odnosno particip 2, znači od anrufen je angerufen, od einladen je eingeladen. Was hat gemacht? Hat seine Freunde angerufen und hat alle eingeladen. Am Nachmittag gehe ich in den Supermarkt und ich kaufe Getränke. E sad, juče propodne, išao je u supermarket i kupio je piće. Sad imamo dva glagola ići i kupiti, za koje su nam potrebna dva različite pomoćna glagola. Znači, ići sa sein, kupiti sa haben. Am Nachmittag bin ich in den Supermarkt gegangen und habe ich Getränke gekauft. Dakle, ich bin gegangen. Gegangen. Und ich habe Getränke gekauft. Was hat gekauft? Hat Getränke gekauft. Wohin ist gegangen? Ist in den Supermarkt gegangen. Die Party beginnt 20 Uhr. Žurka je počela u 8, die Party hat um 20 Uhr begonnen, begonnen. Nema ovog G kod glagola koji su na B. Znači, ovi imaju gegangen, gekauft, angeladen, angerufen, gegeben. Znači, svi imaju G, ovaj nema. Zato što počne na B, beginnen, begonnen. Die Gäste kommen pünktlich, gosti dolaze na vreme, i sie bringen etwas zum Essen mit, i dolaze nešto za jelo. Gosti su došli na vreme, die Gäste sind pünktlich gekommen, und die Gäste haben etwas zum Essen mitgebracht. Dakle, opet imamo kommen sa sein, a mitbringen sa haben. Pa nam trebaju dva pomoćna glagola. Znači, gosti su došli, die Gäste sind gekommen. Und was haben sie mitgebracht? Die Gäste haben etwas zum Essen mitgebracht. Znači, kod ovih glagola sa razvojnim prefiksom, ge se umeće između prefiksa i glagola. Mitgebracht, imali smo angerufen, eingeladen. Dobro, da vidimo šta se dalje dešava. Mi slušamo muziku, mi razgovaramo, mi plešamo. Znači, imamo glagole hören, sprechen i tanzen. Sve ih menjamo sa haben. Znači, wir haben Musik gehört, wir haben miteinander gesprochen und wir haben getanzt. Dakle, vidimo da su hören i tanzen pravilni, pa imaju g i t na kraju, gehört, i tanzen, getanzt. A sprechen nije, pa ima g samo, a nema t na kraju. Znači, wir haben Musik gehört, wir haben miteinander gesprochen, wir haben getanzt.
Ana sedi na sofi i priča sa Markom. Ana sitzt auf dem Sofa und sie unterhält sich mit Marco die ganze Zeit. Sedele Ana hat auf dem Sofa gesessen und sie hat, pa ne moramo još jednom da kažemo hat, sich die ganze Zeit mit Marco unterhalten. Dakle, od sitzen imamo gesessen, od unterhalten. Dakle, nije razvijeni prefiks ovaj unter, tako da se ne umeće ge između. Was hat sie gemacht? Šta je radila? Sie hat gesessen und mit Marco unterhalten. Dalje, ich zögere, aber dann gehe ich zu ihr und frage sie, tanzt du? Znači, ja oklevam, ali onda idem kod nje i pitam je da li pleše. Ja sam oklevao. Ich habe gezögert. Dakle, zögern je glagol, pravilan, ge i t. Ich habe gezögert. Aber dann bin ich zu ihr gegangen. Otišao sam kod nje, pazite, znači bin ich gegangen. I pitao sam je und habe, ich habe sie gefragt. Tanzt du. Znači, fragen je pravilan, ge i t na kraju, gefragt, kao gezögert, a rekli smo već ge nije nepravilan, gegangen. Dakle, ich habe gezögert, aber dann bin ich zu ihr gegangen und habe sie gefragt, tanzt du? I ona me odbila, sie hat abgelehnt. Dakle, još jedan sa razvojnim, rekli smo, kad je razvojni prefiks, onda se ge umeći između prefiksa i glagola. Ima i t, znači pravilan, sie hat abgelehnt, odbila me, sie hat abgelehnt. Nach 10 Minuten steht sie auf und fängt an mit Marco zu tanzen. Nakon 10 minuta ustaje i počinje sa Markom da pleše. Znači, ustala je. Nach 10 Minuten ist sie, znači glagol aufstehen, promjena stanja, kretanje, ist sie aufgestanden. I počela je und hat sie angefangen mit Marco zu tanzen. Dakle, stehen, aufstehen, aufgestanden. Glagol anfangen, početi, angefangen. I evo sad ćemo još jednom samo proći kroz ovu priču, ali samo ćemo pročitati kako glasi kao da se desila juče. Znači, meine Eltern sind nicht zu Hause gewesen. Also habe ich eine Party gegeben. Ich habe meine Freunde angerufen und alle eingeladen. Am Nachmittag bin ich in den Supermarkt gegangen und habe Getränke gekauft. Die Party hat um 20 Uhr begonnen. Die Gäste sind pünktlich gekommen und sie haben etwas zum Essen mitgebracht. Wir haben Musik gehört, miteinander gesprochen und getanzt. Anna hat auf dem Sofa gesessen und sich die ganze Zeit mit Marco unterhalten. Ich habe gezögert, aber dann bin ich zu ihr gegangen und habe sie gefragt, tanzt du? Sie hat abgelehnt. Nach 10 Minuten ist sie aufgestanden und hat angefangen mit Marco zu tanzen. Unglaublich, nevjerovatno. Ok, nadam se da vam se svidjela priča. Odslušajte još jednom, dakle, i u prezentu, i u perfektu, i vidimo se u narednom klipu. Auf Wiedersehen!